Wie gefällt Ihnen die bisherige Veranstaltung hier heute Abend? Also, ich halte das für einen rundum gelungenen Abend. Eine sehr, sehr interessante Podiumsdiskussion. Natürlich, muss ich mit Stolz sagen, bin ich auch sehr glücklich mit zwei Awards. Und diese Location ist einfach fantastisch mit diesem Blick über Berlin. Also rundum ein toller Abend. Was halten Sie vom Banking Check Award grundsätzlich? Der Banking Check Award ist ja letztendlich nur das Ergebnis einer über mehrere Monate laufenden Befragung oder der Möglichkeit für unsere Kunden Feedback zu geben. Und das ist für mich eigentlich viel entscheidender als der Award an sich. Ich glaube, dass Kundenfeedback für uns etwas immens Wichtiges ist, das wir auch sehr, sehr ernst nehmen. Und ja, wenn letztendlich das Kundenfeedback, bei dem zugegebenermaßen natürlich auch mal kritische Stimmen dabei sind, aber in Summe dann dazu führt, dass man sich auch zu den Preisträgern zählen darf, ist das natürlich ein toller Ansporn für uns, weiterzumachen, aber eben auch Kritik ernst zu nehmen und auch besser zu werden. Würden Sie den Banking Check Awarden auch Banking Check weiterempfehlen? In jedem Fall. Und würden Sie im nächsten Jahr auch wieder am Banking Check Award teilnehmen wollen? Ich habe jetzt schon Lust drauf. Das klingt natürlich sehr, sehr gut. Und wenn ich Sie dann frage, was Sie, ob Sie die Meinung und Erfahrungswerte von Kunden auch eben auf Banking Check eben wichtig nehmen oder auch was die Ihnen bedeuten. Ja, das sagte ich ja gerade schon. Kundenfeedback ist eigentlich etwas, was für uns extrem wichtig ist. Ohne Kunden sind wir als Bank eigentlich gar nichts. Und insofern ist natürlich Kundenfeedback etwas, was uns zeigt, wo wir uns noch verbessern können. Wir sind auch nur Menschen und auch bei uns passieren einfach Dinge, die nicht in Ordnung sind. Darin können wir natürlich in dem Moment, wo wir direktes Feedback bekommen, dann auch ganz gezielt arbeiten. Es gibt aber auch viele, viele Stimmen von Kunden, die uns Verbesserungsvorschläge konkret zu Produkten oder Prozessen unterbreiten. Und auch so etwas schauen wir uns sehr genau an. Erfreulicherweise ist es aber so, dass die Mehrzahl der Kunden durchaus zufrieden mit uns sind. Und das, wie ich eingangs schon sagte, ist für uns natürlich Ansporn und Lob. Und ich freue mich ganz besonders eigentlich für die Kollegen, die in der Kundenberatung tagtäglich versuchen, dem Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Und für die ist dieser Award oder diese beiden Awards, die wir heute bekommen haben, sicherlich eben auch Ansporn, aber auch Belohnung für tolle Arbeit, die sie geleistet haben. Das kann man wohl sagen. Herzlichen Glückwunsch nochmal und danke vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank. Schönen Abend. Schönen Abend.